Hallihallo und schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Gut, ja, letzte Folge haben wir ein bisschen mit Blood Magic hier rüber drüben gemacht. Habe ich jetzt mal stehen lassen, weil ich bin da drauf gekommen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir machen könnten. Und zwar, wenn wir uns heute mit dem Mod Wood beschäftigen, gibt es so schöne Blöcke, wenn man sieht. Da kann man Life Essence herstellen mit. Was ist Wood? Wood ist Mob-Spawner. Der Mob spawnt, sie tötet, aber ohne dass ihr Mobs habt. Also ihr baut da einen Multiblock. Dort sagt ihr zum Beispiel, er soll ein Creeper spawnen, dann spawnt der Creeper und ihr bekommt den Loot und die XP. Aber ihr habt keine Monster, die andauernd spawnen, wieder getötet werden. Also, das ist der Vorteil. Ihr habt da keine Entities, die hier irgendwie die ganze Zeit spawnen und getötet werden. Deswegen, das finde ich eigentlich cool, weil wir haben ja hier verschiedenste Spawner. Kommen wir auch noch dazu. Wir haben hier zum Beispiel einen Spider-Spawner und einen Skeletten-Spawner, was ich abgebaut habe. Kommen wir auch noch dazu. Da habe ich da einen Mod drauf. Reliquid Dungeon, glaube ich, heißt der oder so irgendwie. Da fügt er so Dungeon zu und da gibt es Spawner. Da werden wir auch nochmal eine Erkundungstour machen. Aber vorerst werden wir mal uns jetzt um dieses Wood kümmern. Mob-Spawner, Dingsbums habe ich hier schon drin. Das ist halt ziemlich ätzend zu craften. Man braucht hier verschiedene Dinge, um das Ganze zu craften. Dann braucht man wieder so Schad, dann braucht man wieder so ein Schad-Ding-Bums und einen Hammer. Und echt ätzend. Deswegen habe ich den schon mal gecraftet. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir das hinbauen werden. Ganz ehrlich, ich bin vorerst mal. Das Schlimmste ist, was ich mal habe, ist, ich weiß ja nicht, in welchem Abstand die sein müssten zu den anderen. Ich glaube, das steht aber hier auch nicht drin. Spawn Grid System. Welcome. Ja, gratuliere. Halleluja. How to craft? Ne, Build a Factory. Weiter zu dem Layout. Das ist mir bewusst. One safe place. Ja, das weiß ich auch. Das auch. The Factory must be built above. Also über 10. Das ist auch klar. Die Mobs, wie ich die konfiguriere, ist mir auch klar. Auch Running Factory, bla bla. If you open look at the block, okay. If how much power? Das ist egal. Die 1 Factory braucht 80. Da, was wir brauchen. 13 mal Grau. Ich will mir das kurz mal notieren hier auf dem Zettel, was war das? Ja, da mal ein Zettel, ist da steht irgendwo drauf. Nein. Also wir brauchen 13 Grau, 14 Red und zweimal die 1 Cup-Dingsbums. Damit wir uns das aufschreiben. Das brauchen wir natürlich, das müssen wir noch craften. Gut, dann die 2 ist klar, 3, 4. So, Proxy. Oxyblock, Dark Keks, versteht keiner. Und Upgrade Totems, die Upgrade und der Bottom. Nee. So, dann was wir drauf machen, doch. If installe Blood Magic, das möchte ich haben. Looting, Range, XP, Mass, Effizienz, Blood Magic. Aus der Factory to produce Life Essence for each mob spawning in the factory. Essence will be put into any tank in front of the factory corner or connect to the factory box if there are no tanks. Ja, soweit verstehe ich, aber jetzt ist die Frage: Tut er das dann automatisch rein oder muss die Farben daneben sein und bereits reinbomben? Das ist das, was mich stört jetzt. Aber mit Tanks macht natürlich mehr Sinn. Aber dann wahrscheinlich Request to make. Was? Der Ritual of Inquest is required to make this upgrade work and needs das gehört. Alter, needs. Die
Weißt du. Die auf Upgrade. Aha. Ja, das ist jetzt natürlich etwas, damit ich nicht gerechnet habe. Der Ritual auf irgendwas Maschine. Das heißt, ich brauche da ja noch ein Ritual. Das ist natürlich jetzt wieder Ritual auf Infernal Machine. Wie mache ich denn das dann? Gott, oh Gott, ich dachte, das geht einfach. Ich habe mir das natürlich nicht angeschaut. Boah, weil ich ja immer so ein Typ bin, der sagt, ich möchte es ja testen, bevor ich es. Ah, okay, du kannst mal nebenbei schauen. Okay, habe ich nicht gefunden. Der Redoubler ist required to make this upgrade work. It needs dusk earth water and fire runes. Scheiße, verstehe ich echt nicht. The Altar needs be to be within a 10x10x10 area the master ritual stone. Altar. Okay. Die Frage: Bezieht sich das jetzt? Factory to produce und auf der Controller. Bezieht sich das jetzt nur, wenn kein Dank in der Nähe ist, oder? Ah, ich weiß es nicht. Okay, lassen wir uns mal. Wir bauen einfach mal so einen Spawner. Ist ja doch egal. Wir brauchen den sowieso. Also, da brauchen wir uns gar nichts daraus machen. Wir brauchen Factory Block Grau, haben wir gesagt, 13 Stück davon. Okay, da fehlt schon mal dieses da hier. Kann man gerne mal ein bisschen machen. So, wir brauchen 13 Stück, haben wir gesagt. 13. Dann brauchen wir 14 mal Rot. Das ist dann der. Mit rotem Flash. Also 14 mal und zweimal Tier 1 Cap. Sag ich mal, ist das dann, oder? Ja. Da fehlt uns jetzt oben der zweimal und in der Mitte der zweimal. Eins, zweimal Cap und natürlich den Controller als Hammer. Perfekt. Ich werde es jetzt einfach mal tasten. Ich weiß es echt nicht, aber Mob Factory Proxy Connect to Bottom of Extender to allow Power. Okay, verstehe. Mob Factory Layout, das ist interessant. Das werden wir brauchen. Und wir wissen, wie wir da aufbauen müssen. Mob expanded. Mob Factory. Aber was ist das jetzt? Du, sehr grimmer Proxy. Nee, das brauchen wir nicht. Das werden wir aber brauchen. Und da brauchen wir eine Rune of Sacrifice. Und die müssen wir craften. Kann man nicht. Okay. Block of Quartz ist klar. Tier 1 Dingsbums kann man craften. Das heißt, den Rest haben wir. Nee, Block of Quartz fehlt noch. Zweimal. Und dann fehlt natürlich noch diese Rune. Da brauchen wir einen Reforms, Blank Rune. Okay, das ist halt ein bisschen schwieriger zu craften, aber das werden wir auch noch machen. Also gucken, da habe ich da, ich glaube, noch Sachen drin. Rainforest haben wir hier drin. Und den Rest, weiß nicht, was wir brauchen werden, lassen wir mal vorerst hier. Wobei diesen werden wir brauchen, den brauchen wir auch, logischerweise. Das nochmal. Ein bisschen Stein, dann können wir das noch ein bisschen produzieren. Wie gesagt, ich habe hier nicht weitergemacht. Jetzt können wir hier mal rausnehmen. Wir brauchen ja dafür Reform. Haben wir eh. Und da brauchen wir noch so einen komischen Stein, den kann man ja kraften. Hier ist aus, weil. Ja, genau, da gab es ja ein Problem mit diesem Netzwerksystem da. Hat sich aber angeblich mittlerweile wieder behoben, das Problem. Ein Update. Wir haben alles bis auf das in der Mitte. Das in der Mitte ist das hier. Einmal und dann
Das hier, das hier. Brauchen wir da den zweiten oder was? Hier zwei, das heißt, wir brauchen da den neuen. Können wir den upgraden? Natürlich nicht, da brauchen wir einen anderen Orb. Da brauchen wir den Tier 2, das ist ein Redstone-Block und dann Tunnel B, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Oh, 2. 5 da und der B kriegen wir auch hin. Mal gucken, wir haben das. Und da brauchen wir noch das Schwert. So. 1600. Ein bisschen selbstverletzt noch. Das Schwert haben wir natürlich wieder nicht mit. Ach Gott. Der noch hier in der Kiste. Interessant. Es hat gerade eine andere Textur gehabt. Ist das so gewollt? Anscheinend. Ich weiß das nicht. Alle Mobs töten hier. Kommt Mobs. Ihr werdet alle getötet. 5000, dann brauchen wir Redstone. Das hier. Blablabla. Mach mal hin hier. Zack, dann haben wir den neuen Orb. Den können wir verwenden. Oh. Auf alle Fälle nicht Rechtsklick verwenden. Wir müssen das ME-System wieder einschalten. Ich muss mal was fressen. Warum schaue ich nach oben? Weiß kein Mensch. Ist so. Und dann kannst du da rein. Kriegen wir die Rune raus. So. Dann gehen wir mal schlafen. Und nicht vergessen, das ME-System einschalten. Ja, und? Ja, komm. Hallo, Flickrunner. Sollte jetzt wieder kein Problem sein, weil die Energiedings, ja, die funktionieren jetzt wieder. Das System hat ein bisschen Probleme. Wurde, wie gesagt, beim letzten Update gefixt. Genau, den haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir rein theoretisch. Nee. Nee, wie schon. Wo war das jetzt? Brauchen wir das noch und fertig. Ich hoffe es. Bin direct to Altar. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach testen, ob es funktioniert oder nicht. Du weg. Du runter. Haben wir noch genug drin? 59. 59. Ja, wenn das ja rein theoretisch ja gar nicht in der Nähe sein muss. Wollen wir es einfach mal. Was ist einfach mal hier unten hin, ist doch egal. Oh. Hier 2, 3, hier 1. So. Okay, das haben sie jetzt auch ein bisschen geändert. Und das mal. Wir brauchen mal das Ganze weg hier. Oh, das, 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 das. Ein Bildblock, weil hier müssen wir einen Block hinsetzen. Natürlich so. So. Hier oben kommt ja. Was sind das? Mob Controller. Mob Factory. Ach so, Mob. Mob Controller brauche ich auch noch. Na klar. Was gibt's denn? Da gibt's Sinn, da gibt's Sinn. Natürlich. Mob Controller. Es fehlt. Ja. Echt jetzt? Mal deutsches Hammerglas, nehmen wir gelb, geht auch. Wie gesagt. So gut, das ist der Creeper-Kopf, der ist dann oben. Das heißt, hier kommst du hin. Hier du. Und dann haben wir hier verschiedene Farben. Da muss man nur gucken. Also das ist rot. 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 Und dann kommt. Braun. 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 Und aufpassen, das ändert sich. Je nach Stufe immer wieder ein bisschen. Das heißt, am besten ist dann wirklich, wenn man eine neue Stufe macht, die alte, naja, abreißen ist auch so eine Sache, aber es ändert sich wirklich immer wieder. Wird ja immer weiter gebaut, beziehungsweise bei denen Dingen ändert sich da immer einiges. So, jetzt haben wir dann da noch. Wenn wir dann alles richtig gemacht haben, müsste ein Multiblock rauskommen. So, so, so.
Zack und zack. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen noch diesen Programmer, okay. Ergibt Sinn, das ist das hier. Bob Charm. Oh, da fehlt aber einiges. Brauchen wir noch dieses Prisma? Kann man gleich zwei machen. Und es fehlt unten links rechts. Was haben wir da? Purple, kann man machen. Und Fluor, Dingsbums. Wo sind wir zu Hause da? Es ist Kaktus. Bei Kaktus sollte ich auch mal gucken, dass sich das vermehren lässt. Auch aufpassen. Dann gehen wir mal nach Hause. Sind wir draußen irgendwo sicher? Weiß gar nicht. Muss der Kaktus hier oder muss der auf Sand stehen? Er muss auf Sand stehen. Da bestimmt Sand einstecken? Nein, aber natürlich nicht. Warum auch? Gibt doch keinen Sinn. Kann man hier mal machen. So. Das. Zack, zack. Zack. Ein Sand. Das und hier gleich durchschmelzen. Hat ja auch was zu tun. Mal da mal raus. Habe ich jetzt alle drei durchgeschmissen? Natürlich. Bin doch dumm. Brauch doch einen, du Junge. Und einen. Zack. Der muss den ja hier hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob der Wasser braucht. Ich glaube nicht, aber. Sand halt. Und dann kann man hier. Doch, kann man beschleunigen. Dauert aber. Dauert trotzdem lange, bis der wächst, oder? Haben wir dafür nicht irgendwo so eine Torch? Immer die. So. 3x3. Schneller. Ah, geht ja auch. So können wir es auch vermehren. Zumindest ein bisschen, dass wir wenigstens haben. Sicherheitshalber. Wenn wir keine Kakteen mehr haben. Auch blöd. So, mal die mal wegtun. Alles aufsammeln. Wird da wieder ein bisschen über haben. So, du. Und dann würde ich sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Also bleibt dran, macht's gut. Tschüss Leute, bis dahin, ciao.